Hallo liebe Schulabgänger und solche, die es werden wollen. Ihr seid auf der Suche nach einem coolen Ausbildungsplatz und denkt so, oh, Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel, was ist denn das für ein Scheiß, irgendwie ein komischer Bettenladen da. Nein, das sind wir nicht. Wir sind kein komischer Bettenladen. Wir haben zwei Bettenfachgeschäfte hier in Hannover, sind ein Start-up. Es ist ein Familienunternehmen geworden aus lauter Quereinsteigern. Keiner von uns hat das jemals gelernt, aber wir machen es richtig cool. Das ist vielleicht auch der Unterschied dazu. Wir bringen gute, qualitativ hochwertige Betten und Kleinmöbel und auch Hundebetten in die Schlafzimmer der Leute. Das ist ein sehr beratungsintensiver Job. Man muss schon Bock haben auf Menschen und muss noch ein bisschen quatschen können und sowas. Und zuhören muss man auch können. Fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Aber all das können wir euch ein bisschen beibringen, wenn ihr da Bock drauf habt. Es ist nicht so die klassische Variante, irgendwie machen wir um 10 Uhr auf und ihr steht hier am Tresen und wartet an der Gang und sagt, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nein, wir machen so ein bisschen mehr. Unter anderem, habe ich gehört, sind wir online ganz gut aufgestellt auch. Das stimmt. Sehr gut. Hast du mal gut zugehört? Ja. Genau. Wir sind online stark vertreten. Wir haben Pinterest-Account, Instagram, Facebook und einen sehr starken YouTube-Channel mit über 800 Abonnenten, über 300.000 Aufrufen, stetig wachsend alle unsere Online-Plattformen, weil wir Einzelhandel etwas anders machen, als es viele andere machen, und zwar so, wie man es im 21. Jahrhundert machen sollte. Genau, das heißt, wenn du hier jetzt bei uns anfangen würdest, würdest du auch Marketing lernen. Wir machen natürlich auch Marketing offline, aber wie gesagt auch viel online. Darüber hinaus ist es so, dass wir, was uns, glaube ich, auch unterscheidet von anderen Bettenfachgeschäften, wir sind auch sehr stark im Gesundheitsbereich vertreten. Genau, wir haben ein großes Gesundheitsnetzwerk, da wir natürlich viel auch mit rückenkranken Personen zusammenarbeiten, beziehungsweise die versorgen in Sachen Schlaf. Das spielt einfach eine unfassbar wichtige Rolle. Wir arbeiten mit Sportlern, Profisportlern zusammen, unterstützen die auf ihrem Weg zur Top-Fitness sozusagen in dem Thema Schlaf und Schlafcoaching. Auch da gibt es dann sicherlich viele Bereiche, wo ihr reinschnuppern könnt. Wir arbeiten mit Physiotherapeuten, Chiropraktikern, Orthopäden, Osteopathen habe ich gehört schon. Genau, also wirklich ein buntes Spektrum aus der Gesundheitsbranche. Also falls ihr da auch interessiert seid, da mal reinzuschnuppern, könnt ihr das auf jeden Fall auch tun. Sogar herzlich gerne. Wir machen viele Events, Crossover-Events, das heißt, wir machen jetzt nicht nur irgendwie einen Tag der offenen Tür, wo wir hier mal unsere Betten vorstellen, sondern wir laden Yoga-Lehrer, Lehrerinnen ein, hier mal Bett-Yoga zu machen. Mhm. Genau, wir haben Yogakurse, wir haben Vorträge, wir haben Chiropraktiker, die vorbeikommen. Wir hatten sogar eine Lesung. Eine Lesung hatten wir, genau. Das ist kein normaler Bettenladen. Nein. Ja, genau. Hör ich gerade raus. Wir machen ganz viele Sachen, die halt auch einfach Bock machen so. Ja. Und ihr seid herzlich willkommen, da eure Ideen einfließen zu lassen, mitzugestalten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Wort. Und gerade wo wir bei Gestalten sind, ja, es gibt da ja auch noch so eine handwerkliche Komponente. Ja. Also wir bauen auch teilweise Betten selbst, besonders für Hunde. Ihr solltet keine Angst vor Hunden haben und keine Hundeallergie. Das wäre halt blöd, weil wir haben hier echt einen coolen Köter, der uns hier täglich begleitet. Unser Kalle, den werdet ihr auf den Social-Media-Kanälen auch mal hier und da sehen. Der ist wirklich cool. Der gehört zum Team hier. Er berät aber nicht mehr selbst, sondern gibt das an uns ab. Aber wir liefern halt selber aus, wir montieren halt eben auch, so ein bisschen Tischlerarbeit dabei, ein bisschen Kreatives irgendwie, wo man überlegt, wie kriegt man das Problem eigentlich gelöst, was der Mensch da will. Das ist halt nicht von der Stange ganz oft, was wir hier machen. Immer wenn andere Nein sagen, das geht nicht, dann fangen wir eigentlich erst an. Oder wenn Menschen halt eben ja sagen, oh, ich habe jetzt schon 5 Matratzen gehabt, ist alles irgendwie Mist, dann landen sie bei uns, weil wir können es. Und wir würden euch das gerne beibringen natürlich, wie man das macht, mit allem rundherum, was wir gerade schon angesprochen haben. Also ein bisschen Talent für Werkzeug schadet nicht. Ihr müsst hier nicht schwer schleppen oder so ein Scheiß, aber mal was hochheben oder so, mal was helfen, das wäre schon ganz gut. Wir jagen euch auch nicht irgendwie zum Keller fegen, wenn Langeweile ist oder so. Also es ist schon relativ chillig. Wir arbeiten hier auch tatsächlich manchmal, müssen unser Geld halt auch verdienen. Aber es ist eigentlich ein ganz flottes Team aus lauter Leuten, die halt eben Bock drauf haben hier. Wir haben noch eine ältere Mitarbeiter mit dabei. Es gibt noch eine Chefin, die kommt aber immer nur samstags, die ist aber auch ganz cool. Und ja, kleiner Family-Betrieb mit Zukunft. Wir sind seit 3 Jahren am Markt und wachsen halt eben stetig.
Ja, und würden uns freuen, jemanden in dieser Branche halt eben auch ausbilden zu können, zu dürfen, mit ein bisschen Spaß dabei. Und ja, wir beißen nicht und der Hund auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, macht mal einen Praktikumstag oder eine Woche, wenn ihr Bock habt, guckt euch den ganzen Social Media Kram ruhig mal an. Dann wisst ihr so, wie wir ticken und was wir genau machen. Dann könnt ihr schon überlegen, ah, passe ich da rein oder gehe ich doch lieber zum Fleischer. Aber die Möglichkeiten habt ihr auf jeden Fall. Wir sind da offen. Meldet euch auf allen Kanälen, die da gleich eingeblendet sind, über E-Mail und so weiter. Schickt uns eine Bewerbung oder ein Video. Genau. Total krass, wie können wir mit sowas umgehen. Also auf jeden Fall, wenn ihr neugierig geworden seid, kontaktiert uns einfach mal. Und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Also das wäre halt ganz cool. So, wir freuen uns jedenfalls. Genau. E-Mail-Adresse oder Anschrift, Posteinschrift findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten kann ich dem nichts mehr zufügen. Und wir freuen uns auf uns. Auf euch. Ja, auf uns freuen wir uns auch jeden Tag. Und demnächst auch auf dich. Genau. Alles klar. Ciao.